Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Bau Cities in Motion 2. Wie ihr vielleicht seht, habe ich wieder ein bisschen vorgearbeitet an der Karte und habe wieder neue Gebäude hinzugefügt. Ich habe ja auch schon mit einem Bürogebiet jetzt angefangen, was ich jetzt mit euch weiterbauen möchte. Ja. Ich hoffe, euch gefällt die Karte einigermaßen. Hier stehen dann keine Gebäude mehr, weil hier ist Wald. Das mache ich jetzt aber ein bisschen großzügiger hier noch den Wald. Ja, die Karte ist in Bauabschnitte unterteilt. Es sind insgesamt 9 Bauabschnitte. Wir sind jetzt in Bauabschnitt 2. Also das ist jetzt schon Bauabschnitt 2. Hier entsteht jetzt ab sofort nämlich die Stadt, womit wir schon angefangen haben. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das mit den Gebäuden findet, aber ich finde, es sind definitiv zu wenige. Und warum ich vorgearbeitet habe, ist einfach so, mir war langweilig. Außerdem. Ein bisschen Vorarbeit muss immer sein. Für jede Folge arbeite ich ein bisschen an der Karte vor, damit ich euch auch schon was zu zeigen habe. Hier entsteht noch die Hochbahntrasse, die es in echt wirklich auch gibt. Also es gibt eine Hochbahntrasse in Wuppertal. Da fuhr früher auch wirklich mal ein Zug, heute nicht mehr. Also so unreal ist diese Hochbahntrasse hier nicht. Ja, die Hochbahntrasse zieht sich ja von hier hinten bis ans Kartenende wird die gehen, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf dieser Seite der Karte schon ungefähr bei der Hälfte angelangt. Also ich kann euch auch noch nicht sagen, wo ungefähr jetzt die Hälfte hier ist, aber ich meine, wir hätten jetzt bald schon mal die Hälfte der Karte hier bebaut. Also ein Teil. Wir sind ja immer noch auf dieser Seite hier der Karte. Auf der Seite hier ist immer noch gar nichts. Das sind halt Bauabschnitte. Ich will erst jetzt hier Bauabschnitt 2 fertig machen. Nach Bauabschnitt 2 fangen wir nicht mit Bauabschnitt 3 an. Dann bauen wir erstmal ein, zwei Folgen lang wahrscheinlich nur Straßen. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich die Straßen ohne eine Aufnahme als Offscreen setzen werde. Um euch nicht zu langweilen. Sonst müsste ich euch wirklich wahrscheinlich 2 Folgen lang damit bedienen, dass ich hier hinten nur Straßen setze für den Bauabschnitt 3. Ich glaube, das mögt ihr nicht so sehr. Ich kann ja eine zusammenfassende Folge dann machen daraus. Das wäre vielleicht eine Idee, dass man daraus eine Folge macht, in der ich vielleicht nur Straßen setze. Aber 2 Folgen lang wahrscheinlich eher nicht. Das meiste der Straßen werde ich halt dann ohne euch dann halt setzen. Deswegen habe ich ja auch schon wieder ein bisschen vorgearbeitet, damit das nicht so langweilig wird. Oh, das Opernhaus von Sydney, das will ich hier nicht setzen. Ja, ich habe ja auch die ganzen kostenlosen Sehenswürdigkeiten. Die habe ich auch. Können wir auch mal. Eine habe ich ja schon mal gesetzt. Hier hinten habe ich ja schon mal eine gesetzt. Was ist das eigentlich genau? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal gucken. Nein. Sehenswürdigkeiten. Das ist der Buckingham Palace. Na super, ich habe den Buckingham Palace hier gesetzt statt das Rathaus. Naja, soll mir recht sein. Dann fliegen wir mal unsere Karte und bauen hier weiter in unseren Einkaufsviertel. Das hier wird ein Einkaufsviertel.
Oder so ein Freizeitviertel, besser gesagt, weil ich setze hier in dieser Straße jetzt nur Freizeitobjekte. Damit die Leute hier auch genügend Freizeit haben in unserer kleinen Stadt. Also die Stadt ist wirklich bis jetzt relativ übersichtlich. Viele Gebäude stehen ja noch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt auch ein bisschen hier ohne euch gesetzt, um euch nicht zu langweilen mit dem Bauabschnitt 1. Deswegen gehen wir jetzt hier in Folge 3 auf Bauabschnitt 2 über. Und bevor wir Bauabschnitt 3 machen, also ab hier ist es dann Bauabschnitt 3, also wenn wir hier sind, dann heißt es erstmal Straßen setzen. Das mache ich wahrscheinlich in einer zusammenfassenden Folge mit euch. Und die Straßen selber setzen tue ich ohne eine Aufnahme. Also ohne euch. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich schätze, ihr würdet das auch langweilig finden, wenn eine Straße nichts anderes... eine Folge nichts anderes kommen würde, außer Straßen setzen. Ist ja eigentlich auch schon langweilig, wie ich euch hier nur zeige, wie ich hier die Gebäude setze. Naja. Wir bauen sie halt gemeinsam, die Map. So viel mit Gebäuden setzen werden wir uns auch wahrscheinlich in den ganzen Ära nicht auseinandersetzen. Ja, mit dem Dekorieren. Das mache ich halt alles mit euch. Die Karte wird irgendwann in April höchstwahrscheinlich erscheinen. Ist aber sehr aus. Also sehr unwahrscheinlich. Ich schätze eher mal Mai. Mit Mai kann man rechnen, dann wird auch dieses Let's Bau beendet. Sobald die Karte fertig ist, ist das Let's Bau auch beendet. Und dann machen wir, habe ich heute beschlossen, mit dieser Karte ein Let's Play. Exklusiv dann mit der Karte Wuppertal. Fiktiv. Ich bin ja immer noch am Bauen der reellen Karte. Das hat den Grund, ich habe einfach Bock darauf, eine reelle Karte zu bauen, auf der im Moment nichts anderes steht außer Straßen. Die Gebäude auf der reellen Karte weiß ich noch nicht, wie ich die setzen werde, weil das extrem schwer ist, da Gebäude zu setzen. Damit ich euch jetzt nicht so sehr langweile, würde ich sagen, ich baue jetzt noch ein bisschen ohne euch hier an der Karte weiter. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge, Let's Bau Cities in Motion 2 auf der Karte Wuppertal. Tschüssi!